soll ich jetzt erzählen, dass ich nächste Woche habe und wie ich mich fühle und so? Sehr schön. Die Kamera läuft schon. Das ist ein guter Einstieg. Also, ja, Marcel, nächste Woche ist deine Prüfung zum technischen, wie war der Berufs-, die Berufsbezeichnung nochmal vollständig? Technischer Systemplaner im Bereich elektronische Systeme. Wie sieht deine Prüfung aus? Was musst du machen? Wie hast du dich vorbereitet? Meine praktische Prüfung war da drin, dass ich von der IHK einen Auftrag bekam. Das war in dem Fall bei mir jetzt ein Kindergarten. Und daraus musste ich einen Installationsplan erstellen, sowie eine Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, eine Unterverteilung zu planen und von KNX, physikalische Gruppenadresse, zu erstellen. Dies muss ich dann in 40 Stunden bearbeiten und diese Dokumentation dann der IHK abgeben. Da muss ich auch einmal hin nach Bremen wieder und das einmal per PDF schicken. Und das darf ich dann jetzt nächste Woche präsentieren. Ach so, du präsentierst also das Ergebnis einmal von so einer Art Jury dann? Ja, ich werde es präsentieren und dann werde ich auch nochmal dazu Fragen gestellt. Und die Schule ist in Bremen gewesen die ganze Zeit? Ab dem zweiten Lehrjahr war sie in Bremen, vorher war ich noch in Hamburg, aber es ist deutlich besser, wenn ich direkt in Bremen starten will. Das heißt, die Prüfung nächste Woche ist auch in Bremen? Ja, die Prüfung ist auch wieder in Bremen, also ich muss nächste Woche wieder da einmal hinfahren. Wie geht's dir? Wie bist du davor? Bist du aufgeregt? Ich bin definitiv aufgeregt, weil es für mich auch wirklich um was geht. So. Und das hatte ich auch bei der Theorie gemerkt, dass ich so aufgeregt noch nie in meinem Leben war. Das ist wirklich schon... Oha, okay. Fühlst du dich denn gut vorbereitet? Ich fühle mich auf jeden Fall vorbereitet schon. Ich werde auch noch die Tage immer noch weiter lernen, meinen Text besser lernen, besser sprechen, zu präsentieren. Und dann werden wir schauen. Okay, viel Erfolg. Danke.